Okay. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Ja. Safe Haven. Safe Haven. Keinen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es! Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Okay. Hier ist er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Okay. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Okay. Das hier? Anscheinend nicht, dass ich einschalten kann. Alter! Yes. Was steht da? Hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Never go out at night. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Bitte? Schleusentorsteuerung bedienen durch autorisiertes Personal. Nö. Okay. Perfekt. Rule 3. Always remember the lantern. 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 I think no. I don't know. So. You. Rule 2. Keep the light on. Lass das Licht an. Total. Oh. Endlich.
wirft sowas. Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkel. Ach, Scheibenkleister. Das ist heftig. Okay, warte mal, hier haben wir noch so eine Pyramide. Wer entwirft sowas? Oh, puh. Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkel. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Nein! Wow. So, ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier gleich erschreckt werden. So. How are you, dude? Auf die Ausrüstung achten! Hä? Alter! Ich krieg die Riese. Okay, wir schaffen das. So. So. Okay, jetzt schnell wieder da rein. Bin drinne. Hier entlang, junger Mann. Los, das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide, Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatten. Und dann fing Tom an zu schreiben und erweckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind Sie vielleicht klüger, als Thomas war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen, schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle, wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird,
erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir, im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Okay, ich sage Sarah! Ah, Sarah also! Oh nein! Scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Ellen. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste sich zu schützen. Ihr Hellit Room. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir einfach durch den Raum könnten, so F5. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt, flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Ja, und jetzt muss Ellen unbedingt dorthin. Also Egoist sein ist nicht immer cool. Immer viele, viele Vögel. Oh, hi. Haut ab. Haut ab. Okay, weiter geht's. Es geht gleich weiter. Ich guck mal ganz kurz, wie lange ich schon aufnehme. Schon ganz schön ordentlich lange. Dafür, dass ich gerade einen Heidenschiss habe. Okay, weiter geht's. Okay. Aber nicht großartig drüber nachdenken. Schnell darüber. Puh. Okay. Ja. Desto mehr Vögel wir nämlich töten, desto eher löst sich der Schwarm auf. Desto einfacher ist es für mich. Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Okay. War das jetzt hier Hänsel und Gretel? Folgen der Brotkrumenspur? Barry! Durchhalten, ich komme! Da kommen Sie!
wollten schon einen auf Butch Cassidy und Sundance Kid machen. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Ah, oh, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm.